Guten Tag, mein Name ist Inge Sparinger, ich komme aus Leer. Wir sind hier in den Emslandhallen in Lingen zum 26. oder im 26. Jahr. Zweimal jährlich einen Antikmarkt mit Antiquitäten aus aller Welt. Hier kann man finden von alten Puppen über Porzellan, Möbel, Tischwäsche, Silber, Schmuck und sämtliche Kuriositäten. Die Sachen sind alle mindestens 50 bis 100 Jahre alt. Und ich mache das aus Spaß, einmal aus beruflichen Gründen, aber auch aus Spaß, damit die alten Sachen nicht verloren gehen. Ja, wir sind zweimal im Jahr hier in Lingen, zweimal im Jahr auch in Leer, in Ostfriesland und zweimal im Jahr in Cloppenburg. Wir sind jeweils im Frühjahr und im Herbst in diesen Städten und veranstalten diese Antikmärkte. In Lingen sind wir wieder im Oktober, ich glaube am 18. Oktober. Dann können die Besucher wieder kommen und nochmal neu stöbern, also zweimal jährlich hier in Lingen. Ja, ganz besonders vorstellen möchte ich Herrn Schneider, Puppendoktor aus Düsseldorf, der kaputte Puppen und Teddys repariert. Man kann sie hier vorstellen und sich ein Angebot geben lassen. Und eine Frau Kurfürst repariert altes Porzellan und Glas. Da kann man dann auch seine Scherben mitbringen und wieder zusammenbasteln lassen. Restauratorin, Pflegerin aus dem Emsland. Ja. Wie lange machen Sie das schon? 15 Jahre. Und wie kommt man dazu? Wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte meiner Mutter eine Figur runtergeschmissen, habe nach jemandem gesucht, der mir helfen konnte, den Familienfrieden wieder gerade zu biegen, in Ordnung zu bringen. Habe eine Porzellanklinik gefunden, habe mit dem Chef gesprochen und der sagte, wollen Sie den Laden nicht kaufen? Und 2 Jahre später habe ich das gemacht. Ja, mich findet man in meiner Werkstatt in Alpen am Niederrhein, wenn ich denn nicht hier bin, wie das zweimal im Jahr der Fall ist. Und da repariere ich alles Mögliche, nicht nur Porzellan, auch andere Dinge, wie zum Beispiel Zifferblättern von Uhren oder Puppenköpfe, technische Keramik, wie Wasserspülkästen, sowas halt. Also, wir verkaufen immer wieder zwischendurch ein Stückchen Jugend, Jugendbücher, Comics, alte Gläser. Und wir fahren diesen Markt leidenschaftlich gerne, weil ein nettes Publikum, nette Leute und ein netter Veranstalter. Ja, ich bin der Puppendoktor Christian Schneider. Ich komme aus Düsseldorf, bin in 4. Generation. Das heißt, seit 1919 machen wir schon was mit Puppen und Spielwaren. Und mein Augenmerk sind eigentlich im Speziellen die alten Zelluloid-Puppen aus den 50er Jahren, die man noch alle reparieren und restaurieren kann. Und das ist das Modell Erika. Die wird ein paar neue Beine bekommen. Das ist jetzt eine Reparatur, die kann ich nicht hier vor Ort machen. Das sind Dinge, die nehme ich dann mit nach Düsseldorf ins Geschäft. Und da werden dann die neuen Beine montiert und dann wieder an den Kunden zurückgeschickt.